Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir waren jetzt da hinten in dieser Unterwasserhöhle in der letzten Folge und haben noch ein geiles Schwert gefunden. Vielleicht werden wir das mal, ja, demnächst mal verbessern, eventuell auch mit uns nehmen. Aber erstmal müssen wir unsere Strahlung loswerden, weil, ja, wir waren dann doch ein bisschen zu lange im Wasser. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir eventuell unsere. Wir müssen mal wieder kochen. Wir haben so wenig Zeugs. So. Jetzt kommen wir zu Station 5. Da waren wir jetzt noch nicht gewesen. Wir haben jetzt hier Station 4 gesehen. Wir haben gesehen, dass anscheinend hier irgendwie Leute irgendwas angebetet haben. Was genau angebetet wurde, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach mal das Messerchen da mitgenommen, was ich da gesehen habe. Und ja, mal schauen, was wir noch damit anfangen können. Wir hätten vielleicht beim letzten Mal einfach weiterlaufen sollen. Statt wie ich voller Schiss erstmal stehen zu bleiben und zu gucken, was da passiert. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, dann machen wir mal hier Licht an. Ja, Station 5 passiert jetzt nicht mehr allzu viel. Weil da waren wir schon gewesen, Alter. Ernsthaft. Haben die mich jetzt erschreckt? Genau, bleib so sitzen. Da geht's noch hoch. Was war's hier schon? Hier war noch ein Raider gewesen. Ja, war. Interessant, was hier noch so alles ist, ne? Also ich finde schon, ich hätte nicht gedacht. Ich glaube, andere wären jetzt einmal wieder zurückgelaufen, weil der Auftrag ja erledigt. Obwohl es. Nicht alle, aber. Aber ich bin einfach zu neugierig und will halt wissen, was da noch alles ist. Und hat sich ja gelohnt, ne? Huch. Wollte ich eigentlich nicht drücken. Okay. Okay, von da sind wir gekommen. Da müssen wir jetzt lang. Cool. Da sehe ich einen Raider. Ada, bitte! Okay, hier geht es wieder noch ganz nach oben, oder wie? Ich hab mich doch gerade eben erst geheilt. Oh, haben wir die Munition genau hingehauen. Bekommen viel Kronkorken, sehe ich gerade. Das ist cool. Erstmal gucken, was wir hier so noch haben. Was habe ich gemacht? Ah, Mann. Mein Gott. Wir haben es überlebt.
Oh, Station 6. Hier ist sonst nichts. Ich glaube, wir sind jetzt beim Ausgang angekommen. Dann werden wir das hier wohl durchhaben. Sonst sowas? Erforderlich. Hast du einen Schlüssel? Jo. Hier sind wir jetzt gelandet. Ja, da wo wir herkamen, würde ich mal so behaupten. Ja, da kamen wir her. So, kommen wir jetzt ja hier wieder raus. Und Ada folgt uns irgendwann mal. Na ja, cool, dann haben wir sozusagen jetzt noch ein neues Schwert bekommen. Und ja, nebenbei hat diesen Auftrag noch erledigt. Das ist auch was Feines. Ich will diesen Roboter machen können. Das da. Das wäre schon cool. Aber ich glaube, sowas kann ich nicht machen. Nimmt sich wie. Aber cool wär's. So. Dann. Ja, dann haben wir Hugos Loch haben wir jetzt geschafft. Dann machen wir uns zurück zum Log. Stock? Keine Ahnung. Das Ding hat uns bestimmt auch bei Mechanist geholfen. Was auch immer das ist. Na, Tesla-Gewehr, ich weiß nicht. Wir haben ja probiert, das Tesla-Gewehr, das hat ja nichts gebracht. Wir haben ja dann schließlich den Fatman nehmen müssen. Das heißt müssen. Das war für mich die beste Alternative gewesen, überhaupt noch das zu schaffen. Erstmal Waffen wegstecken. Ey, du da. Wir brauchen mehr Wasser. Ich will nur ein bisschen Wasserpumpe würde schon helfen. Lado. Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Yep. Sie werden euch nicht weiter belästigen. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Na. Hey, danke nochmal für deine Hilfe. Bitte, und ihr wollt. Ich koche die Mahlzeiten und kümmere mich ums Haus. Hey. Ihr wollt Wasser. Okay, ihr braucht Wasser definitiv. Kann ich das nicht da? Geht das nicht? Oder braucht ihr das für eure Bären? So. Habt ihr wenigstens ein bisschen Wasser? Ein bisschen Schutz braucht er ja auch. Zumindest so ein bisschen brauchen wir das, ne? Cool, ich finde den Spielplatz hier cool. Der ist zwar kaputt, aber cool.
Oh, Maisch haben sie auch noch hier. Maisch ist heiß. So. Energie haben sie null, aber brauchen die Energie? Ich weiß nicht, ob sie unbedingt haben wollen oder brauchen. 20 Betten. Was wird das so lang? Willkommen. Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Was hast du denn? Nichts Interessantes für mich. Okay. Wir können von denen jetzt wegschicken. Kein Problem. Ja, das weiß ich immer. So. Wir haben jede Menge Mischungen, sehe ich gerade. Suppe herstellen? Ja. Da passt nichts auf breites Wasser. Nee, die Getränke möchte ich mir dann lieber für die Nuka-Cola-Sting, ja, alles Deutsch aufheben. Aber wir haben hier eine Rüstungsbank. Ich wollte gerade Werkbank sagen. Dann gehen wir mal nach Dings, nach Sanctuary. Und haben auch noch einen Auftrag, ne? Ja. Ja. Ja, das machen wir dann. Lass uns erstmal nochmal hier hin. Und ich weiß immer nicht, welche Rüstung jetzt am besten wäre, weil ich brauche eine, die besser ist als die Silver Shroud. Muss dann echt mal durchgucken. Weil bis jetzt war die Silbershroud eigentlich besser als die restlichen, die ich anhabe. Nur halt in Hinsichten von Strahlung war es nicht so gut. Das war's auch schon. Wie Liebe Sira hat gemeint, Sirikumor hat gemeint gehabt, deswegen bin ich auch öfters draufgegangen. Aber das Problem ist einfach, dass. Ach. Na komm. Dass diese. Ja, wie soll ich sagen, Rüstung. Die Kleidung, die ich anhabe, im Moment besser ist, als das, was ich überhaupt dabei habe. Ich müsste halt gucken, dass ich hier eventuell nochmal was skille. Oder hier die Sachen hier anziehe und verbessere. Dass da vielleicht irgendwas bei rauskommen könnte. Das wäre doch was. Hier die Rüstung des Mechanis, die ist auch gut. Reduziert den dadurch... Ob er da... Ja, klingt gut. Was ist denn das? Hier Silberschwaut. Also so schlecht ist das gar nicht von den Werten her. Ich weiß, sie hatte weit bessere Sachen als ich, das ist klar. Wie sehen wir denn jetzt aus? Yay! Okay. Wir gucken da mal in Ruhe durch, ob wir da was finden. Okay. Ich wollte mir genau das hier. Opferklinge, gezackte Klinge. Hier kann ich nichts ändern. Da ist keine Verbesserung möglich, okay? Ah, okay. Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. Oh, heil die Sappelmädel. Lass mich in Ruhe. Dann hau doch ab. Ganz einfache Sache. Hau ab. Ja, ich sollte mal außerhalb der Folge ein paar Sachen mittlerweile mal wieder so ein bisschen, ja, ne? Verschroten. Aber das hier klingt gut. Also, ich weiß nicht, ob es besser ist als anderes.
Ja, ist es. Kann ich die jetzt auch zu dieser Opferklinge machen? Nee, ich kann eine gezackte Klinge machen. Selbst dann ist es schlechter. Okay. Gut, dann nutzen wir die wahrscheinlich dann später. Können wir da was machen? Ja, klar, können wir. Wir können einen mächtigen Verschluss machen. Yay. Ja? Ja, das bringt nicht allzu viel Unterschied. Außer im Gewicht und so. Da können wir was machen. Och, dann machen wir das hier. Lässt die Reichweite nach. Dann machen wir das hier. Eine Mündungsbremse. Was können wir denn hier noch machen? Überlegender Schaden erhöht die Präzision, erhöht Schaden durch kritischen Treffer. Dringend Schaden. Außergewöhnliche Schaden verändert den Magazinkaliber 50. Moment, habe ich Kaliber 308. Ich weiß nicht. Obwohl, das macht mehr Schaden, ne? Ach. So. Überlegende Rückstoßstempfung, überlegende Reichweite und Präzision durch Visier, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Überlegende Reichweite und Präzision durch das Visier, erhöhte Rückstoßstempfung. Hier läuft es richtig gut, was? Sein, das so aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Überlegende Rückstoßdämpfung, besser zielen. Ah, das ging doch gut. Überlegende Magazinkapazität für seine Nachladegeschwindigkeit. Nachtsicht viel Ziel. Nachtsicht lange Reichweite Zielfernrohr. Das klingt doch gut. Aufklärungszielfernrohr. Nachtsicht überlegene Vergrößerung und markiert Ziel erhöht Vergrößerung überlegene Position durch Visier. Ich glaube, ich nehme das da. Das brauchen wir eigentlich nicht. So. Jetzt einfach Scharfschützi. Das ist mein Scharfschützi. Tesla-Gewehr. Da kann man, glaube ich, gar nichts generell machen. Das ist doch hier. Sobald wir Wissenschaft auf Rang 2 haben und Glasfaseroptik. Okay. Reflex. Sag mal, geh doch mal runter, wenn ich runtergehe. Das ist doof manchmal. Da können wir noch was machen, vielleicht? Ja, da können wir definitiv noch was machen. Wir fahren den verbesserten Verschluss. Doch, Verschluss. Den Lauf lassen wir so. Obwohl, das ändert ja an den Dings nicht wirklich, ne? Wir machen den verlängerten. Putzerkolben. Ja, das ist egal. Ja, können wir machen wegen der Präzision. Ja, das brauchen wir nicht. So. Und wie ich sie gerne nenne. Moment. Ist die, womit wir es eigentlich haben? Ach, verdammt, die haben wir gar nicht ausge. Das ist gar nicht unsere, oder?
Ich muss unbedingt mal gucken, welche noch unsere sind und welche nicht. Die mit dem Herzchen sind nämlich unsere. Und die hätte, glaube ich, ein Herzchen dran gehabt jetzt, oder? Ach, Mann. Ja, ich muss dann unbedingt mal... Glaube ich, dass die... unbegrenzte Magazinkapazität. Boah, klingt doch gut eigentlich, ne? Aber wo ist unsere? Hey. Kann gerade nicht. Bin hier beschäftigt. Hatte schon. Macht's nur schlimm. Da auch schon. Ja. Immerhin regnet es nicht. Ach. Was können wir da machen? Da können wir ein bisschen was machen. Haben wir die überhaupt? Ja, die haben wir. Okay. Toll. Ich kann den optimierten Kondensator machen. Man bringt ja die Magazinkapazität erhöht. Brandschaden hinzu, Reichweite Magazin. Okay. Überlegene Schaden und überlegene Reichweite, aber wir haben doch schon so eine da. Ich hoffe jetzt erstmal an denen nicht zu viel, weil die nutze ich so gut wie nicht. Was haben wir denn hier? Erhöhte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Das ist doch gut. Wo haben wir denn jetzt? Da. Haben wir schon. Schalldämpfer. Brauchen wir aber nicht. Okay. Ah, das ist unsere Rotflinte, die wir jetzt gerade haben, oder? Nein. Hä? Okay, wir müssen unbedingt, ich muss unbedingt mal. Warum ist das wieder nach oben gegangen? Die hatten wir jetzt schon gemacht. Das ist unsere. Die hat 67. Okay. Ich muss, wie gesagt, mal unbedingt aussortieren. Bevor ich jetzt hier den ganzen Tag hier hänge. Mir das ganze gemacht mit Hua hier antun darf. Gehe ich jetzt erstmal weiter. Wird das was? Scheint wirklich was zu werden. Cool. Aber jetzt kann ich nur solche die Art bauen oder halt die Protektron-mäßig. Hallo Mietzikatzi. Genau. So, dann. Na gut, Neighbor will ich nicht. Gehen wir mal hier hin. Ach, da waren wir noch gar nicht. Ja, ich will diesen. Ah. Egal. Machen wir erstmal hier. So, was können wir denn machen? Was haben wir denn hier? Schnorrer, du findest mehr. Ich hab noch mehr Munition im Behälter. Da brauche ich erst Level 39. Da brauche ich Level 39. Da bin ich voll. Das habe ich auch voll. Da brauche ich Level 40. Hatti Hengst. Ninja. 49. Nerdwood. Okay.
Eisenfaust, Langfinger, nö. Jetzt kannst du richtig einstecken, du Hetze. Oh. Jetzt lass dich im Voltec leiten. Okay. Paralysier den Geist des Wilden Westens. Nicht automatisch Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Okay, Lebensspinne, du bist wieder. Jetzt. Boah, können wir auch machen? Nee, das brauche ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Bleibt tödlich auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht automatischen. Ich glaube, ich nehme lieber das da. Ausdauer steht für mir vieles. Komm, wir machen mal hier ein bisschen da mal was rein. Nee, warte, nee, ich geh da hin. Und aus da hoch. Ja. Entschuldigung, dass wir jetzt, glaube ich, die Hälfte der Folge damit verbracht haben, irgendwelche Waffen zu suchen, aber ich muss hier mal, wenn wir in Offscreen dann. Muss ich die unbedingt mal, ja. Umändern. Ein paar Sachen mal rausschmeißen. Und gucken, dass ich dann in der nächsten Folge oder so oder halt im Offscreen die Waffen ein bisschen verbessere. Und Rüstung muss ich mir definitiv mal halt mal durchgucken. Da werde ich mir gleich mal eine Kiste nebendran stellen, neben die, ja, das wäre auch Spaß dann. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich die jetzt aufbessern kann. Wegen Material und so. Oh! Jetzt kaputt. Eigentlich wollte ich gerade. Eigentlich nur zu meinem Questziel. Mehr wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Das ist doch mal ein geiles Geschütz jetzt hier. Was ist das da? Ich dachte, die werden alle weg. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Das. Ja, komm, zu dir halt. Ich lauf einfach mal weiter. Ach, das sind von den Rust Devils, die Viecher. Ah. Ich mal doch hochgehen und gucken. Okay. Wo der jetzt gelandet ist.
War ich aber nicht gewesen. Okay. Nein, hä? Ich hab runtergefallen. Scheiße. Ich bin ein wenig verwirrt, wo der jetzt hin ist. Ich bin gerade generell von der Umgebung hier verwirrt, also was soll's. Immer noch da. Jetzt nicht mehr. Okay, dann versuchen wir jetzt mal den Ort zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Wer? Ich? Hey. Was? Jetzt gehörst du mir, Bürst. Oh. Hallo? Wo ist Ada jetzt schon wieder hin? Hallo, bewegst du dich auch mal? Ach, jetzt hatte ich das schon wieder. Moment. Ah, dieses dämliche Menü, war ich da jetzt auf. Hat er das eigentlich nicht auf. Boah, du gehst mir auf den Sack, du scheiß Geschützturm da hinten. Jetzt mal hier Ruhe. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Das ist hier. 35? Was ist hier für ein Ort? Ich habe mich angezeigt hier, ne? Gar nicht. Ich geh mal kurz rein. Einfach aus Neugier. Bin ich hier schon? Ja. Dann werden die geplündert. Feindliches. Schnappen Sie sie, Sir! Dann will ich da immer bewegen hier. Ich habe die nicht aktiviert und trotzdem ging er einfach los auf mich. Böses Ding. So. Naja, wir haben nur Haarklammern. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr haben. Da steht 99 plus, also. Müssen wir im Inventar gucken. Da steht es bestimmt, wie viel wir haben. Nö. Nö. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Den wir aber noch nicht nehmen werden. Komm, Mädel, steh eigentlich in meinem Weg rum. Hä? Yo. Warum ist er nicht losgegangen, als ich hier unten war? Merkwürdiges Ding.
Habe ich auch schon wieder Überlänge. Ich würde sagen, sobald wir angekommen sind, wo wir auch immer jetzt hier sind, keine Ahnung, wo wir sind. Aber es geht sehr weit nach oben. Ey, da weißt du, wo wir sind? Ich habe das Gefühl, es ist kein Ende gerade. Wo zum Teufel sind wir? Naja, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Also, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!